Als die Polizisten Stephen Ballett und Jeremy McCord am 28. November 2016 das Haus der Familie Guy betreten, fallen ihnen als erstes ein unangenehmer Geruch und die extreme Hitze auf. Lebensmittel stehen auf dem Boden. Ein Hund bellt ununterbrochen im Obergeschoss. Irgendetwas muss hier passiert sein. Je länger sie sich im Haus umschauen, desto unwohler wird ihnen. Als sie in die Küche kommen, finden sie den Ursprung der Hitze. Der Ofen und der Herd sind eingeschaltet. Auf einer der Platten steht ein großer Topf, in dem etwas zu kochen scheint. Keiner ahnt zu diesem Zeitpunkt, was sich darin Grausames verbirgt. Langsam und leise gehen sie die Treppe ins Obergeschoss hoch und durchsuchen die Zimmer, bis plötzlich einer der Ermittler abrupt stoppt. Warte mal. Oh mein Gott, sind das Hände? Ja, ich denke schon. Zu der Familie Guy aus Tennessee gehörten Joel, Lisa, Joel Jr., Shandice, Michelle und Angela. Der 61-jährige Joel Guy Sr. arbeitete als Konstrukteur im Rohrleitungsbau und seine Frau Lisa als Buchhalterin. Joel hatte aus erster Ehe seine drei Töchter, Shandice, Michelle und Angela, mit in die Beziehung gebracht. Ein Jahr nach der Geburt der Zwillinge Michelle und Angela hatten er und seine Ex-Frau sich scheiden lassen. Zwei Jahre später lernte er Lisa kennen. Joels Töchter verstanden sich mit Lisa sehr gut. Sie wurde für sie regelrecht zu einer zweiten Mutter. Jeden Tag sprachen sie miteinander und die jungen Frauen wollten selbst einmal so warmherzig und liebevoll werden wie Lisa. I so wanted to be this woman that my first engagement ring was her exact engagement ring and I wanted to be the mom she was. Als Michelle und ihr Freund sich verlobten, bekam diese sogar Lisas Verlobungsring. Aber Lisa und Joel Sr. bekamen auch ein gemeinsames Kind. Joel Jr. kam 1988 zur Welt und schien ein glückliches Kind zu sein. 2006 machte er seinen Abschluss an der Louisiana School for Math, Science and Arts. Nach seinem Abschluss besuchte Joel Jr. ein Semester lang die George Washington University und wechselte anschließend auf die Louisiana State University, wo er sich laut eigenen Angaben zum plastischen Chirurgen ausbilden ließ. Joel war bereits von klein auf ein Einzelgänger. Er bemühte sich nicht um Freundschaften oder Beziehungen und auch sein Verhältnis zu seinen Familienmitgliedern war eher kühl und distanziert. Doch das änderte nichts daran, dass Lisa ihren Sohn abgöttisch liebte. Sie machte alles für ihn und gab ihr Bestes, damit ihr einziger Sohn ein glückliches Leben führen konnte. Sie bezahlte sein gesamtes Studium, sein Essen und später seine Wohnung in Louisiana. Sie hatte Joel auch ein Auto gekauft und zahlte ihm jede Rechnung, die er ihr vorlegte. Ihr gesamtes Gehalt aus ihrem Buchhalterjob gab sie für ihren Sohn aus. Sonderlich dankbar war Joel dafür nicht. Seit er in Baton Rouge in Louisiana wohnte, lebte er noch zurückgezogener als zuvor. Außer seinen Eltern hatte er niemandem seine Adresse genannt, nicht einmal seinen Halbschwestern. Er hasste Besuch und hatte keine Freunde. Zu seiner Familie fuhr er nur, wenn es unbedingt sein musste. Den gesamten Tag über verbrachte er am PC oder damit Filme zu gucken. Sein Studium nutzte er nur, um seinen Eltern etwas vorweisen zu können. Er bemühte sich aber nicht um die Prüfungen und besuchte kaum Vorlesungen. Alle, die ihn kannten, beschrieben ihn als komisch und unfreundlich. Doch auch das änderte nichts an Lisas grenzenloser Liebe für ihren Sohn. Trotzdem musste sie 2016 eine folgenschwere Entscheidung treffen. Am 24. November 2016 feierte die Familie Guy Thanksgiving. Jedes Jahr machten sie es sich im Elternhaus gemütlich, bereiteten gemeinsam das Essen vor und aßen und redeten zusammen. Auch dieses Jahr hatten sich wieder alle Familienmitglieder versammelt und es herrschte eine besinnliche Stimmung beim alljährlichen Truthahnessen. Lisa ergriff schließlich das Wort und sagte, dass sie etwas zu verkünden hätte. Ihr Mann Joel war bereits seit einigen Jahren in Rente und auch sie würde nun ihren Job aufgeben.
Gemeinsam wollten sie ihr Haus in Knoxville verkaufen und nach Sargentville ziehen. Joel Seniors Mutter war vor ein paar Monaten verstorben und ihr riesiges Haus stand nun leer. In der ländlichen und schönen Gegend wollten die beiden gerne ihren Lebensabend verbringen. Joel Seniors Töchter freuten sich wahnsinnig für die beiden. Und auch Joel Jr. schien die Entscheidung seiner Eltern fröhlich zu stimmen. Bald setzten sie ihre normalen Gespräche wieder fort und verbrachten einen schönen Thanksgiving-Abend. Besonders Michelle war verwundert über die gute Stimmung ihres Halbbruders. Sonst hatte sich Joel Jr. bei den Feierlichkeiten stets allein in ein Zimmer zurückgezogen und nichts mit den anderen zu tun haben wollen. Doch dieses Jahr war alles anders. Joel alberte mit ihnen rum und spielte mit Michelles kleinen Kindern und schenkte diesen sogar Spielzeug aus seiner eigenen Kindheit. Insgesamt verhielt sich ihr Bruder noch sonderbarer als sonst. Statt einem Koffer hatte er dieses Mal nur Plastiktüten dabei, in denen er seine ganzen Habseligkeiten hatte. Und er schien sie regelrecht zu verfolgen. Sie sagte später, dass sie sich manchmal umdrehte und er einfach hinter ihr stand. Dennoch kippte die gute Stimmung nicht und die Familie verbrachte einen schönen Abend zusammen. Am nächsten Tag verabschiedeten sich die drei Töchter und ihre Familie. Joel Jr. aber beschloss, noch ein paar Tage länger zu bleiben. Am 27. November hatte Shandes Geburtstag. Zu ihrer Überraschung gratulierten ihr ihre Eltern nicht. Am nächsten Tag erzählte sie ihren Schwestern davon und fragte, ob sie irgendetwas falsch gemacht hätte und die beiden sauer auf sie wären. Michelle und Angela wussten von nichts und machten sich direkt Sorgen um Lisa und ihren Vater. Deswegen kündigte Michelle an, am Abend bei den beiden vorbeizufahren. Doch die Polizei kam ihr zuvor. Am Morgen hatte sich nämlich Lisas Chefin über deren Abwesenheit gewundert. Lisa war stets zuverlässig und meldete sich immer ab, wenn sie einmal nicht kommen konnte. Um der Sache auf den Grund zu gehen, rief sie bei der Polizei an und bat sie darum, nach ihr zu sehen. Bald darauf kamen die Polizisten Stephen Ballard und Jeremy McCourt an dem schönen Haus in der Golden View Lane an. Auf den ersten Blick wirkte es ruhig und unbelebt. Im Garten stand bereits ein Verkaufsschild. Lisa und Joel wollten ihre Pläne scheinbar schnell umsetzen. Zunächst wirkte alles auf die Beamten normal. Doch auf ihr Klingeln reagierte niemand. Durch das Glas in der Eingangstür konnten sie aber mehrere Einkaufstüten auf dem Boden stehen sehen. Darin befanden sich auch schnell verderbliche Lebensmittel wie Wurst und Eiscreme. Es deutete alles darauf hin, dass jemand zu Hause sein musste. Die Polizisten kletterten über einen Zaun und sahen sich an der Hintertür um. Ihnen fiel auf, dass der Knauf der Tür fehlte und man so durch das Schlüsselloch schauen konnte. Sehen konnten sie zwar nichts Besonderes, aber ihnen kam ein seltsamer Geruch und erdrückende Wärme entgegen. Die ganze Zeit über bellte außerdem ein Hund im Haus. Je länger sie sich dort aufhielten und umsahen, desto unwohler wurde ihnen. Irgendetwas stimmte hier nicht. Aber es war auch nicht genau ersichtlich, was vorgefallen war. Nach einer genaueren Betrachtung fiel den Ermittlern auf, dass der Türknauf der Hintertür abgeschraubt und an die Vordertür montiert worden war. Vermutlich, um den Zutritt zum Haus zu erschweren. Schlussendlich schlug einer der Polizisten eines der Autofenster ein und gelangte so an den Garagenöffner, der sich im Auto befand. Durch die Garage verschafften sich die Beamten Zutritt zum Haus. Bereits in der Garage hatte es stark nach Chemikalien gerochen. Je weiter sie in das Haus vordrangen, desto unerträglicher wurde die Hitze. Das einst so gemütliche Haus fühlte sich an wie eine Sauna und hinterließ mit jedem Schritt ein noch bedrückenderes Gefühl. Die Einkäufe der Familie standen unberührt im Flur. Auf einem Tisch lagen die Portemonnaies von Lisa und Joel Senior. Daneben lagen ein Vorschlaghammer sowie mehrere Langwaffen. Auf dem Boden befanden sich zahlreiche Laken, viele Tücher und mehrere Kanister mit Bleiche. Die Polizisten wussten nicht, was das alles zu bedeuten hatte. Aber sie bereiteten sich auf das Schlimmste vor. Doch vermutlich übertraf die Realität ihre Vorstellungen noch um einiges. Neben der Hintertür befanden sich ein eingesteckter und laufender Föhn sowie ein eingeschalteter Luftentfeuchter. In der Küche fanden sie schließlich den Ursprung der Hitze. Sowohl der Ofen als auch der Herd selbst waren eingeschaltet. Auf einer der Platten stand ein großer Topf, in dem etwas vor sich hin kochte. Zu diesem Zeitpunkt warfen die Ermittler noch keinen Blick hinein.
Das geschah erst viel später. Doch den Anblick darin werden sie vermutlich nie wieder vergessen. In dem Topf befand sich der abgetrennte Kopf von Lisa Guy, der seit 2 Tagen vor sich hinkochte. Ihr Gesicht hatte sich mittlerweile vom Schädel abgelöst und trieb an der Wasseroberfläche. Nichts ahnend machten sich die Ermittler auf den Weg zum Obergeschoss. An der Wand befand sich verschmiertes Blut und auf den Treppenstufen einzelne Tropfen. Der Hund der Familie bellte immer lauter. Zu diesem Zeitpunkt war er seit 2 Tagen ohne Nahrung und Wasser im Putzraum des Hauses eingesperrt. Oben angekommen befand sich noch mehr Blut auf dem Boden. Sie entdeckten außerdem eine blutige Schere und mehrere Tücher und Decken. Als sie den Flur hinuntergingen, stießen sie plötzlich auf menschliche Körperteile. In einem Zimmer lagen die abgetrennten Hände von Joel Guy Sr. Als sie kurz darauf das Badezimmer betraten, erschloss sich ihnen das gesamte Ausmaß dieser Tat. In 2 großen blauen Plastikwannen lagen die zerstückelten Leichen von Lisa und Joel Guy Sr. Jemand hatte versucht, sie in Säure aufzulösen. Der Boden darunter war mit Plastikfolie ausgelegt. Müllbeutel und Bleiche befanden sich neben den Wannen und im Waschbecken lag ein Messer, das vermutlich die Tatwaffe war. Die Ermittler forderten sofort Verstärkung an und in den nächsten Stunden wurde das Haus der Familie Guy auf den Kopf gestellt. Die Körper von Lisa und Joel wiesen zahlreiche Stichverletzungen auf. Aufgrund der Säure konnte man sie nicht mehr genau zählen. Am Ende ging man davon aus, dass auf Joel mindestens 42 Mal und auf Lisa mindestens 31 Mal eingestochen worden war. Sie hatten beide versucht, ihren Angreifer abzuwehren. In einem offenen Koffer fanden die Ermittler einen Zettel mit dem Namen und der Adresse eines Hardware-Geschäfts in Louisiana sowie einen Vermerk über Abflussreiniger. Außerdem hatten sie einen Rucksack gefunden, in dem sich ein Notizbuch befand. Darin beschrieb Joel Guy Jr. detailliert seinen Plan, wie er seine Eltern ermorden wollte. Er hatte sogar eine Liste erstellt, um nichts zu vergessen. Trangiermesser holen, Tötungsmesser besorgen, leise, mehrere, um kleine Stücke zu machen, Vorschlaghammer besorgen, Knochen zertrümmern, Mixer und Fleischwolf mitbringen, Fleisch zerkleinern, Bleichmittel besorgen, Proteine denaturieren. Plastikeimer für den Vergällungsprozess besorgen. Es spielt keine Rolle, wo sie getötet werden, nur blutige Flecken beseitigen. Beweise für den Todeszeitpunkt, nicht die Matratze oder die Couch. Die Leichen im Haus beseitigen. Ihre und meine DNA sind schon da. Hundeklappe öffnen, um dem Hund den Zugang zu ermöglichen. Borken die Toilette runterspülen. Kein Müll, keine Einbrecherentsorgung. Plastikplan für die Entsorgung besorgen. Hohlspitzgeschosse besorgen. Nur für den Fall, dass beim Kauf von Kugeln gesehen werden. Einfach die Waffe aus dem Computerraum verwenden. Überprüfen, ob Kugeln vorhanden sind. Letzter Ausweg. Er ist nicht mehr am Leben, um ihre Hälfte des Versicherungsgeldes zu fordern. Geld. Alles meins. Das Haus überfluten, um forensische Beweise zu vertuschen. Heizung so hoch wie möglich aufdrehen. Beschleunigt die Zersetzung. Bleiche reagiert mit Luminol genau wie Blut. Bereich mit Bleiche ablöschen. Großes Sprühgerät, Lauge, Müllpresse, Leiche gibt Todeszeitpunkt an, Alibi. Man muss die Leiche nicht loswerden, wenn es keine forensischen Beweise gibt auf der Leiche. Seine Fingerabdrücke und DNA. Die Tat wurde mit den Beweismitteln und diesen Notizen wie folgt rekonstruiert. Am 26. November hat Joel Jr. seinen Vater im Fitnessraum im 2. Stock des Hauses attackiert. Seine Mutter war zu dieser Zeit einkaufen. Zu dem Ergebnis kam man, da der Raum Spuren eines Kampfes aufwies. An den Wänden befand sich Blut und die Jalousien waren zerrissen. Nachdem er seinen Vater getötet hatte, schnitt er die Kleidung von seinem Körper und legte sie mit 2 großen Messern und seiner blutigen Zigarettenschachtel in der Nähe ab. Als Lisa nach Hause kam, stellte sie die Einkäufe am Fuße der Treppe ab. Im 1. Stock angekommen, wurde sie von Joel angegriffen und mit über 30 Messerstichen getötet. Nach der Tat zerstückelte er die Leichen und legte die einzelnen Teile in die großen blauen Plastikwannen. Nur Joel Seniors Hände ließ er im Fitnessraum liegen und Lisas Kopf riss er förmlich von ihrem Körper ab und trug ihn nach unten in die Küche. Dort kochte er ihn in einem großen Topf auf dem Herd.
Die restlichen Körperteile legte er in Säure ein. Er hatte in die Torsi der beiden jeweils eine große klaffende Wunde geschnitten, damit die Säure sie schneller auflöste. Doch Joels ursprünglicher Plan ging nicht auf. Seinen Notizen war zu entnehmen, dass er den Mord seinem Vater anhängen wollte und es so wirken sollte, als hätte dieser sich anschließend selbst umgebracht. Doch als er seinen Vater angriff, erlitt Joel Jr. mehrere Schnittwunden an den Händen. Scheinbar hatte sein Vater ihm das Messer kurz abnehmen können. Dadurch war Joel Jr. nun gezwungen, seine Schnitte zu versorgen. Um 15.30 Uhr am 26. November wurde er bei Walmart gesehen, wo er Verbände und Salbe sowie einige Chemikalien kaufte. Anschließend kehrte er in das Haus seiner Eltern zurück, um weiter seine Spuren zu verwischen. Doch einer der Schnitte war stärker als gedacht, weswegen Joel am nächsten Morgen zurück nach Baton Rouge fuhr, um seine Wunden in der Studentenklinik versorgen zu lassen. Der eingeschaltete Herd hatte nicht den Zweck, das Haus zu entzünden und so sämtliche Spuren zu zerstören. Dafür genügte die niedrig eingestellte Stufe auch gar nicht. Vielmehr sollte die Hitze vermutlich dazu beitragen, dass sich die Körper in der Säure schneller zersetzen. Joel wollte später noch einmal wiederkommen und die restlichen Spuren verwischen. Doch die Polizei hatte seinen Plan durchkreuzt. Und es gab noch mehr Spuren, die Joel Jr. als Täter entlarvten. Zum einen hatten seine Eltern eine Lebensversicherung in Höhe von 500.000 US-Dollar, die er nach ihrem Tod ausgezahlt bekommen würde. Das war offensichtlich auch das Geld, das Joel in seinen Notizen erwähnte. Und zum anderen sah man ihn bereits auf Überwachungsaufnahmen am 7. November dabei, wie er bei Ace Hardware Napoleonville Salzsäure und Wasserstoffperoxid kaufte. Am 18. November wurde er auch noch dabei gefilmt, wie er bei Home Depot ein Bleichmittelsprühgerät, ein Verlängerungskabel und eine Zeitschaltuhr kaufte. Einen Tag später sah man, wie er ein großes Messer kaufte. Und am 21. November kaufte er in einem Walmart die großen blauen Plastikwannen. Das alles fand das FBI heraus, als sie ihn ein paar Tage lang observierten und nach Beweisen suchten. Als kein Zweifel mehr bestand, dass er der Täter war, wurde Joel Jr. schließlich festgenommen. In seinem Auto entdeckte man einen Fleischwolf und in seiner Wohnung weitere Beweise, die ihn mit den Morden in Verbindung brachten. Joel Guy Jr. plädierte auf unschuldig, beantragte aber die Todesstrafe für den Fall, dass er verurteilt werden würde. Joels Anwälte konnten keine ausreichenden Beweise für seine Unschuld liefern. Joel selbst gab an, dass er sich von seinen Eltern nicht ausreichend wertgeschätzt und unterstützt gefühlt habe. Nach nur 4 Tagen wurde Joel Guy Jr. für schuldig befunden und zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Da er die Körper seiner Eltern so übel zugerichtet hatte, wurde er neben Mordes noch wegen Missbrauch einer Leiche schuldig gesprochen. Die von ihm gewünschte Todesstrafe wird er vermutlich nicht bekommen. Und damit sind wir am Ende des heutigen Videos angelangt. Die Aufnahmen aus dem Haus und das Bild von dem Topf, in dem Lisas Kopf kochte, werde ich so schnell nicht vergessen. Es ist nur schwer vorstellbar, wie man es fertigbringen kann, seine eigenen Eltern zu töten. Joels Aussage, dass seine Eltern ihn nicht ausreichend unterstützten, macht mich regelrecht wütend. Seine Mutter liebte ihn immer bedingungslos, akzeptierte seine unfreundliche und zurückgezogene Art und gab ihm sein ganzes Leben lang ihr gesamtes Geld. Bei dem Mord war Joel 28 Jahre alt und hatte noch nie selbst Geld verdienen müssen. Aber auch sonst wirkten Lisa und Joel Senior wie liebevolle Eltern, die nur das Beste für ihren Sohn wollten. Natürlich weiß man nicht, ob es in Wirklichkeit vielleicht anders war. Doch die Behauptung, dass seine Eltern ihn nicht unterstützt hätten, halte ich dennoch für völlig haltlos. Oder seht ihr das vielleicht anders? Ich bin gespannt auf eure Meinung zu dem Fall. Sollte euch das Video gefallen haben, hinterlasst gerne ein Like, Kommentar und oder Abo. Aktiviert auch die Glocke, das hilft dem Kanal wirklich mega weiter. So bekommt das Video kurz nach dem Upload viel Interaktion, wodurch die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass der YouTube-Algorithmus das Video Leuten vorschlägt, die den Kanal noch nicht abonniert haben. Vielen Dank schon einmal im Voraus. Und auch vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Video. Ciao.